Hallo YouTuber, heute möchte ich euch wieder ein Tutorial zeigen und zwar meine Überarbeitung von Spiele ohne CD-Spielen. Da war im letzten Video nicht besonders, also die Qualität war nicht die beste. Und ja, deswegen wollte ich das überarbeiten und ja, dann würde ich sagen, ach ja, falls irgendjemand noch nicht weiß, was Cracken ist oder was Falsches darunter versteht, nein, es ist nicht Spiele runterladen und dann spielen, sondern nur Spiele, die wo man schon installiert hat, ohne CD zu spielen. Okay, dann fangen wir gleich mal an. Wir öffnen unser Internet und geben ein gamecopyworld.com. Link wird in der Beschreibung sein. Und dort geben wir dann unseren Spielenamen ein. Ich nehme mal Guitar Hero World Tour und wir suchen uns gleich das erste bei mir hier, Guitar Hero World Tour, no CD, no CD, no DVD und so weiter. Genau, ist eh wenig, bei den meisten Spielen gibt es da viel mehr, da gibt es dann auch Trainer und so weiter, aber uns ist jetzt no DVD wichtig. Klicken wir auch drauf und ja, da steht auch was man machen muss, aber naja, dann laden wir es bei File Archiv runter, auf diese Diskette draufklicken, Mirror 1 nehmen und ja, so, okay, nun gehen wir unter Computer, lokaler Datenträger C, Programme, da wo unser Spiel eben ist. Und ja, wir sehen hier Ordner und Dateien, doch was auch bei Game Copy World schon da gestanden ist, was man ersetzen muss, ist eigentlich nicht so wichtig, da es hier auch nochmal steht. Bei mir ist es hier diese GHWT-Exe, die gibt es hier auch. Da macht ihr am besten ein Backup am Desktop, falls irgendetwas schief gehen sollte. Und nun löscht ihr die. Und fügt die hier ein. So, wenn ihr euer Spiel jetzt startet, ohne CD, dann sollte es funktionieren. Okay, viel Spaß damit. Ciao.